Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir schalten gerade aus in die Kamera um und steigen jetzt ins Auto ein. You can drive. Und fahren zur Suburban Wohnbauförderung. In der letzten Folge haben wir ja in dem Reisebüro rausgefunden. Let me guess. You want to check out the Suburban address. Dass, Great partners must think alike, Herschel. Die Suburban Wohnbauförderung immer anruft. Es geht um das Gewinnspiel. Das wird also nicht gezogen, wer da gewonnen hat, sondern diese Wohnbaugesellschaft ruft an und sagt, wer gewonnen hat. Und das klingt doch sehr, sehr seltsam. Elysian Fields Baustelle, 11.18 Uhr. Guten Tag. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian Housing Development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the suburban redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Können wir uns denn hier umsehen vielleicht? Da ist immer eine goldene Türklinke. Er will nämlich hier sein. Aber was haben wir denn hier Interessantes? Empfangsadresse Legion Fields Baubüro, 41 Empfänger Frank Ostermann von Mr. Leland Monroe betrifft Finanzierung und Lieferung. Tagesbericht und Anforderungen müssen an die Suburban Wohnbauförderung adressiert und in dreifacher Auswertung vorgelegt werden. Nicht eingereichte Tagesberichte sind Grund zur Entlassung. Falsch eingereichte Lieferanten werden, Lieferanfragen werden ignoriert. Fields builds the houses, while the Suburban Redevelopment Fund foots the bill. Aha. Das verstehe ich noch nicht ganz. Guten Tag. Dem ist es völlig egal, dass wir hier rumschnüffeln. Na gut, dann fahren wir mal zur Feuerwache scheinbar. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Zur Feuerwache. Nach Hause sozusagen. Weil da sitzt ja noch dieser eine Typ, den wir verfolgt haben letzte Folge. Obwohl ich nicht Lynch glaube, dass der irgendwas damit zu tun hat. Station 32. Ja, das machen wir jetzt. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut and you'll learn something about fires. Aha, möchte ich das denn? Na, natürlich als L.A. Cole, als Cole Phelps, natürlich. Feuerwache 32, 11.21 Uhr. We came as soon as we could. I think his name is Phelps. Ja, ich glaube auch, mein Name ist Phelps. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Installiert aus Angeles, Kalifornien. Datum, Wartungsübersicht. Datum gewartet von Unterschrift Reginald Varley. Huh. Looks like it was recently serviced. Ja. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. What? Muss ich jetzt hier was zusammenbauen? Was ist das? Ach, das ist der Ballon. Ne, den brauchen wir nicht. Aber erstmal das Ventil, würde ich sagen. Ventil, Bunsenbrenner und Ballon vielleicht. Keine Ahnung. Ne, nein. Das soll ja schon bleiben. Der Ballon dahin und wenn es dann angeschaltet ist... The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ja, ist doch. Das ist doch der Ballon. So.
Ja. Hä? Hä? Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Ja, wie soll das denn noch näher an die Moskitospude ran? Das Ballon. Näher geht ja wohl nicht. Nein, 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 lass den Bunsenbrenner. Lass den Bunsen. Nein, nein, hol den Bunsenbrenner wieder raus. Hol ihn wieder raus. Stell ihn ab, Cole, stell ihn ab. Nimm den Ballon und tu den einfach mal dahin, warum auch immer. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn mehr jetzt. Ja, super. Spannend. Ja, wir könnten natürlich noch den... Try again, Boy Scout. Ja, ja, ja. So, weg damit. So, machen wir den wieder... Ne, machen wir den auch weg. Machen wir den Bunsenbrenner jetzt zuerst dran, dann das Ventil und dann den Ballon. Das ist ja so die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfällt. Also Bunsenbrenner zuerst, warum auch immer. Dann das Ventil. Hallo? Paul, nimm das Ventil. Setze es ein. Nimm das. Good, your regulator's in position. Ach. Aha. Nein, nein, nein. Lässt du den Bunsenbrenner da stehen, Cole? Lässt du den da stehen? Nimm den Ballon. So. Okay. I'll light your pilot. Turn the gas. You pull the lever on the left to turn on the gas. Ja, ja. Wieso verstehe ich nicht? Na egal. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Aber warum muss denn der Bunsenbrenner vor das Ventil... Das verstehe ich nicht. So, du fährst. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Und überleg dreimal, wohin wir denn fahren könnten, Mr. Herschel Biggs. Natürlich zur InstaHeat-Fabrik. Dann werden wir uns da mal umhören. Und ich fürchte fast. The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Ich fürchte ja, da kommen viele Frage- und Antwortspielchen auf uns zu, auf mich zu. Vor allen Dingen ihr seid ja dann nachher in der glücklichen Lage, mich darüber auszulachen, wenn ich wieder falsche Einschätzungen gegeben habe. Aber es ist nicht leicht für mich. So. InstaHeat. Lass mich rein hier. Guten Tag. Ding dong. LAPD Detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasek. You should find him in his office. Danke. Hat er eben noch was gedingdongt? Oder war das die Frau? Nee, da dingdongt doch was. Ach so. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Is somebody going to tell us what the hell's going on? Now I'm waiting tables. Mister, a man like you always loses a battle. Mr. Razic here? So bad. Scheinbar keiner von denen hier. What the hell? Ach hier, Manager, da steht's doch. Hey, fuck you. Na, na, na. So nicht. Guten Tag. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow.
Yeah. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Uh-huh. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Anzweifeln. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. So sieht's nämlich mal aus. Boiler-Wartungsprotokoll. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guy's names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Anzweifeln. Oh, you employ accredited mechanics to do this. We call them installers. Technically, they're gas fitters. Dachte ich hätte ihn durchschaut. Installers, then. They know what they're doing, detective, if that's what you're trying to imply. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. So there, around a dozen of them. The housing business is going crazy at the moment. Instaheat, Los Angeles, California. Installateur, Kontaktnummer. Da, wir wollen da, Reginald Wale ist da. This is a long shot. We are not gonna roust that whole list. Und der andere, wie hieß der denn? Sarah Kuttner ist auch dabei. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Und Matthew Sir, Ryan, da ist er. Go right ahead. Wir brauchen eigentlich nur die zwei. Slow down. Naja. Telefonieren wir erstmal. Und geben vielleicht die hoffentlich nicht die ganze Liste durch. Operator, message for KGPL. Das würde lange dauern. Putting you through now. Putting you through now. Thank you, Mrs. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Kuttner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court. Attempted murder. Plea bargained down to assault charge. Anyone else? Reginald. There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Na, so jung klingt die aber nicht. What was that? Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasik. Desperate times indeed. Doch, ich kann mich mit dir unterhalten. Ich wollte gerade sagen. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. That's the latest thing. So, wo sind die Spinde? Ach hier. Ja, die hat man selber gewonnen. Happy now. Ja. Happy, happy, Stick happy. Around, Mr. Rasik. Ich kann die Namen überhaupt nicht lesen, aber ich hoffe, es ding-dongt, wenn ich am richtigen bin. Ja, Matthew Ryan. Was haben wir denn hier? Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kropotkin. Preis 5 Cent. Druck anarchistische Gesellschaft von Los Angeles. Some light reading on the merciless capitalist machine. Cool. Wenn Ignoranz die Gesellschaft und Verwirrung die Köpfe der Menschen beherrscht, werden Gesetze vervielfältigt, die Gesetzgebung soll alles richten. Und jedes neue Gesetz ist ein neuer Irrtum. Du liest ja nicht die ganzen Seiten vor jetzt, oder?
Die Menschen werden verleitet, von ihm zu fordern, was nur aus ihnen selbst kommen kann. Aus ihrer eigenen Bildung, ihrer eigenen Moral. Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Ja. Schade, ich dachte, er liest das Ganze. Schön, ich dachte, er liest das ganze Buch jetzt. Eine Zange. Doesn't tell me anything. Nein, es ist eine Zange, sie kann nicht reden. So, machen wir die anderen hier. Ding dong. Der Reginald. Dann haben wir hier Motten. Ach, diese Mottenspirale. Pepperbot Moskill vertreibt Moskitos sofort. Moskitos. Auch gegen Mücken und Sandfliegen für drinnen und draußen. My company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem with bugs. Sieht fast so aus. Oder er nutzt sie anders. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasik? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Okay. Dann werden wir mal dahin fahren, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüsschen.